Es hat einige Zeit gebraucht, bis Menschen die vielen Ereignisse des 16. Jahrhunderts auf den Begriff Reformation bringen konnten. Und noch länger hat es gedauert, bis Menschen auf eine gute Art und Weise darüber sprechen konnten. Nicht nur im Schmerz über das, was da zerbrach, und nicht nur triumphalistisch, sondern nüchtern. Menschen glauben vielfältig und entsprechend vielgestaltig sind auch die Christentümer. So ist das. Reformation. Vielleicht formiert, sortiert sich gerade auch in deinem Leben etwas neu. Dinge zerbrechen. Das tut weh. Und vielleicht ist da manches Wichtige und Wahre, das du gerade entdeckst, wiederentdeckst. Das tut gut. Und dazwischen gibt es eine endlose Palette an Bunt- und Grautönen von Gefühlen. Mit Abstand wirst du die Dinge klarer sehen. Mit Abstand werden sie Sinn ergeben und du wirst den richtigen Namen haben für das, was dir gerade passiert. Auf deinem Weg dahin segne dich Gott.